Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Destiny-Video bei mir, den Kanal. Und heute zeige ich euch, wie ihr einen neuen Geist bzw. ein neues Fragment von Rise of Iron schon jetzt bekommen könnt durch einen Glitch. Dieser Glitch wird verursacht, indem ihr euch einfach in eine Zone reinglitcht, wo ihr zum Beispiel jetzt noch keinen Zugang habt, aber das dann mit Rise of Iron freigeschaltet wird in einer Mission oder ähnlichen. Und jetzt zeige ich euch eben, wie das geht. Ihr müsst die Mission Düsterer Tunnel auswählen. Ich glaube, es geht zwar auch mit den normalen Patrouillenmissionen, aber wir haben es mit dieser Mission probiert. Wenn ihr bei der Mission spawnt, geht ihr nach rechts und geht in den Staubpalast rein. Dann geht ihr ganz rauf, wie ihr es halt kennt von dem Strike von die Psion-Schilde. Und jetzt kommen wir zur ersten Station. Hierbei müsst ihr nämlich in den Raum gehen, wo die Lifte sind. Dort ein paar Gegner töten, ich würde nicht alle Gegner töten, aber dann weitergehen rauf, denn alle Türen sind nämlich offen. Hier könnt ihr ganz normal durchgehen, ihr müsst eigentlich gar nicht die Gegner töten. Und dann kommt ihr zur folgenden Stelle. Hierbei betritt ihr dann ganz oben, dort wo die Psion-Schilde spawnen, den Hauptraum. Der heißt der Cortex, und wenn dann diese Animation kam, links, dort wo die Fähigkeiten aufgelistet sind und die Waffen, wenn dann dort steht der Cortex, könnt ihr wieder ganz zurückgehen zu dem ersten Punkt, also zu dem Raum, wo die Lifte sind, und dann glitscht ihr euch folgenderweise rein. Ihr geht runter zu den Liften, in den Schacht, und dann könnt ihr euch ganz nah an der vorderen Seite rein glitschen in eine Wand. Dort nehmt euch dann einen Raketenwerfer oder tötet euch mit einer Granate und die Gegner machen dann den Rest. Und dann spawnt ihr wieder in einen ganz neuen Raum, der ist unter dem Lift. Und ich denke mal, dass es einfach eine Mission ist, eine Story-Mission oder eine Quest-Mission, wo ihr dann einfach den Lift benutzt, runterfahrt und dann kommt ihr eben zu diesem Raum. Ich denke mal, das wird eventuell ein Boss-Gegner oder so eine einfache Mission sein, wo ihr einfach ein paar Sachen erfüllen müsst. Und hierbei könnt ihr dann zu dem rechten Turm gehen. Hinter diesem Turm ist dann der neue Geist versteckt. Und wenn ihr euch dann auf den Turm raufbringt, dies ist mit allen Klassen möglich, könnt ihr dann oben hinter einem Bildschirm, hinter dem linken Bildschirm, einfach das neue Fragment holen. Das ist dieser rote Klumpen, der hinter dem Bildschirm biegt, mit diesen roten Fliegen herum, mit dieser Aura. Ich weiß nicht, wie ich es am besten beschreiben soll, aber den könnt ihr ebenfalls aufnehmen, ist mit jeder Klasse möglich. Ich finde es lustig, dass Bungie jetzt schon bei dem Abpunkt 2.4 die neuen Sachen reingegeben hat und dann am 20. September einfach nur ein Patch rausmachen muss, damit man einfach die ganzen Missionen einfach spielen kann, damit man einfach nichts mehr runterladen muss. So, okay, das war's schon wieder mit dem Video von mir. Lasst ein Like da, was euch gefallen hat, und abonniert für mehr Destiny-Videos. Danke, ciao und tschüss. Euer Shazix.